herzlich willkommen zu Talk am Dom Spezial aus dem Refektorium, aus dem Speisesaal des Priesterseminars in Fulda am Tag der Orden im Jahr 2016. Zu Gast bei Talk am Dom Spezial ist Anne Schmitz. Herzlich willkommen, Frau Schmitz. Dankeschön. Danke. Frau Schmitz, Sie sind Missbrauchsbeauftragte des Bistums, ja. Aber genau in dieser Funktion sind Sie heute nicht hier. Richtig. Worüber werden wir reden? Wir werden reden über das, was das Bistum Fulda an diakonischen Diensten und Hilfen anbietet, außerhalb der verbandlichen Caritas. Das heißt also, wir reden über Aktionen, über Maßnahmen für Menschen, die Brüche in ihrem Leben verspüren, Brüche in ihrem Leben erleiden. Ja. Gibt es da so viel? Da gibt es sicherlich mehr, als wir sehen und als wir denken. Also Brüche gibt es in jedem Leben, mehr oder weniger intensiver oder tiefer oder nicht so tief. Aber Brüche im Leben zu haben, ist ganz oft eine versteckte Not. Und da wollen wir helfen. Und weil der Kirche ja oft der Vorwurf gemacht wird, sie ist da karitativ tätig, wo eben auch eine Refinanzierung von dem Staat erfolgt oder von den Kommunen erfolgt, ist es mir wichtig zu zeigen, dass auch noch sehr, sehr viel passiert, was nicht in irgendeiner Weise öffentlich bezuschusst wird. Mhm. Dann machen wir das ganz deutlich. Es gibt Bereiche, das ist so, und das will man auch gar nicht wegleugnen, es gibt Bereiche, wo Kirche für soziale Maßnahmen vom Staat Geld bekommt. Ist aber völlig normal. Ist ganz normal, weil sie in dem Falle eben auch staatliche Aufgaben erfüllt. Also dort, wo es einen Rechtsanspruch auf irgendeine Hilfe gibt, kann die Kirche als Träger der freien Wohlfahrtspflege sich mitbewerben, als Mitanbieter, als Mitträger. Und in dem Fall wird sie eben auch refinanziert oder auch teilweise bezuschusst. Und das ist völlig normal. Das heißt, der Staat delegiert im Grunde genommen Aufgaben. Die Kirche ist ein Anbieter wie viele andere auch. Und einer unter anderem. In welchen Bereichen ist das vor allen Dingen der Fall? Das ist in Beratungsstellen der Fall, im Bereich der Behindertenhilfe, der Seniorenarbeit. Also überall dort, wo nach dem SGB VIII Menschen Anspruch haben auf Rat und Hilfe. Was war das jetzt, SGB VIII? Nach dem Sozialgesetzbuch. Dankeschön. Frau Schmitz, lassen Sie uns zu den konkreten Punkten kommen, bei denen das Bistum, unser Bistum Fulda, nun mal eben sozial, karitativ, diakonisch tätig ist, ohne dass es also dort eben Finanzen vom Staat gibt oder zumindest, dass also die Refinanzierung, wenn überhaupt, sehr gering ist. Was gibt es als Beispiel? Vielleicht gehen wir mal so ein paar Dinge einfach durch. Gehen wir ein paar Dinge durch. Zum Beispiel gibt es eine Hilfe, die mir sehr am Herzen liegt, das sind die sogenannten Babyklappen. Wir haben in unserem Bistum 3 Babyklappen in Fulda, in Kassel und in Hanau, immer angebunden an ein Krankenhaus. Da bin ich auch den Vinzentinerinnen sehr dankbar, die damals mit uns diesen Weg vor 15 Jahren eingegangen sind. Dort können eben Frauen in einer für sie schwierigen Notlage, eben im Bruch im Leben, bei einem Bruch im Leben, ihr Kind, ihr neugeborenes Kind abgeben. Frauen, die das normalerweise tun, ein Kind aussetzen, machen sich strafbar. In ihrer furchtbaren Notlage machen sie sich auch strafbar, wenn sie ein Kind aussetzen. Und wir wollten dem Kind und der Mutter helfen, haben deswegen die Babyklappen eingerichtet. Damit gibt eine Frau ein Kind in Obhut und macht sich eben nicht mehr strafbar. Wir haben inzwischen in den 15 Jahren in unserer Zeit, in der wir im Bistum diese Klappen haben, 27 Kinder in den Klappen gehabt. Allesamt waren neu geboren, allesamt auch sehr laienhaft abgenabelt. Aber unsere Sorge, also das heißt heimlich wahrscheinlich? Also heimlich geboren, ja. Irgendwo zu Hause, vielleicht auch irgendwo auf der Straße im Gebüsch unter schwierigsten Umständen. Sie sagen das auf dem Hintergrund, ich darf das ergänzen, auf dem Hintergrund, dass Sie tatsächlich ein Kind dabei hatten, wo Blätter am Körper waren. Irgendwo im Gebüsch, Laub war noch an dem Körper zu sehen. Also es sind schwierigste Bedingungen, in denen eine Frau nicht Ja zu ihrem Kind sagen kann. Und denen wollen wir helfen, indem wir ihnen zumindest das Gefühl geben, sie geben ihr Kind in Obhut. Sie können sich selber anonym auch noch mal beraten lassen, sich auch untersuchen lassen nach der Geburt. Aber den Kindern geht es allesamt, und das danke ich auch noch mal ausdrücklich den Vinzentinerinnen, den Kindern geht es allesamt sehr gut. Sie dürfen zwischendurch durchaus klatschen. Sie waren
viele Jahre, ich sage das mal so, der Motor des Sozialdienstes katholischer Frauen in unserem Bistum sind sie heute nicht mehr. Nein. Aber dass es eine Stiftung SKF, Sozialdienst katholischer Frauen, gibt, daran sind sie beteiligt, eine segensreiche Stiftung. Die ist segensreich, dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Mit der Stiftung können wir viele Projekte finanzieren, aber auch viele Einzelfallhilfen leisten. Und wir haben uns mit unserer Stiftung so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir da sein wollen, wo andere noch nicht oder überhaupt nicht sind. Dort, wo es eben auch keine Refinanzierung gibt vom Staat und wo wir denken, dass Hilfe nötig ist, weil vielleicht ein Jugendamt noch nicht zuständig ist. Das Kind ist also noch nicht zu sehr in den Brunnen gefallen. Aber wir denken, dass da durch einen finanziellen, aber auch durch einen ehrenamtlichen, auch einen fachlichen Einsatz viel, viel präventiv möglich ist in den Hilfen. Und da ist beispielsweise ein Projekt, das wir über unsere Stiftung finanzieren, das sogenannte Mowgli-Projekt. Sie kennen vielleicht dieses Dschungelbuchkind Mowgli, das allein durch den Dschungel irrt. Und dieses Mowgli-Projekt besagt eben, dass es Kindern, denen es zu Hause nicht gut geht, die zu Hause wenig Zuwendung, wenig Ansprache, wenig Förderung haben, ein ehrenamtlicher Pate an die Seite gestellt wird oder eine Patin. Und diese das Kind ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten, für die kleinen und großen Sorgen des Kindes einfach ansprechbar sind, ein Stück Vater- oder Mutterersatz in dieser Familie auch sind und das Kind vielleicht ein ganzes Stück davor bewahren, abzurutschen oder auf irgendeine Bahn zu kommen, auf der wir das Kind nicht sehen möchten. Die Menschen, die dort als Patin und Paten helfen, werden speziell geschult? Die werden speziell geschult, die müssen geschult werden und das ist eben auch dieser Finanzierungsblock in unserem Projekt. Die Ehrenamtlichen müssen gründlich geschult werden, um überhaupt dann erst mit dem Kind arbeiten zu können. Und sie müssen sich auch verpflichten, das Ganze eine gewisse Zeit lang zu tun. Stellen Sie uns doch bitte noch mal kurz dar, was machen die denn dann mit dem Kind? Gehen die dann in den Stadtpark und, oder wie? Die gehen vielleicht auch in den Stadtpark oder ins Schwimmbad mit dem Kind, aber die gucken erst mal, die hören erst mal zu. Was ist denn, die kriegen erst mal ein Gespür für die Situation in dieser Familie und schauen, wo steht das Kind, wo hat es seinen Platz und versuchen dann mit dem Kind vielleicht auch mal Hausaufgaben zu machen in der Hoffnung, dass es auch mal eine gute Note schreibt, zu gucken, dass der Ranzen gepackt ist, dass ein Stundenplan existiert, dass dem Kind klar ist, dass die Schule ein wichtiger Faktor ist, dass das aber auch den Eltern klar ist, dass Schule ein wichtiger Faktor ist. Versuchen da ein Stück Ruhe reinzubringen und ich würde ganz klassisch altdeutsch sagen, fast ein Stück Ordnung reinzubringen. Eben zu schauen, dass ein Kind früh ins Bett kommt, dass ein Kind ins Bett gebracht werden muss, dass es einfach Grundbedingungen des Gedeihens gibt, die in manchen Familien einfach nicht existieren. Also dieses Wort Erziehen ist heute ein ganz schwieriges geworden. Es gibt einfach nicht mehr diese Muster, nicht mehr dieses, so hat es die Mutter gemacht, so mache ich es auch, sondern es sind viele, ich sage immer so, aus dem Nest gefallene Vögelchen, die nicht wissen, wie man ein Kind versorgt. Und damit soll eben unser Familien-, unser Patenschaftsprojekt, unser Mowgli-Projekt helfen, da ein Stück liebevolle Struktur reinzubringen. Um Strukturen geht es, glaube ich, auch beim anderen Projekt, was auch so einen wunderschönen Namen hat. Projekt Mowgli finde ich schon toll, aber Projekt Rosenbrot ist ja noch lautmalerischer. Was verbirgt sich unter diesem Namen, hinter diesem Namen? Rosenbrot ist auch ein Hilfeprojekt für Kinder, die nach der Schule nicht wissen, wohin. Kinder, die eben nicht versorgt werden nach der Schule. Wo also auch mittags, also Mittag, nicht am Ende der Schulzeit, sondern mittags oder nachmittags, wenn sie nach Hause kommen. Alltags, die eben durch dieses Projekt in den Räumen versorgt werden, die ein Mittagessen bekommen, die aber auch sehr stark motorisch geschult werden. Alle Kinder machen einen Schwimmkurs, weil sie sonst zu Hause oft vor Fernseher sitzen oder am Laptop spielen oder am Smartphone, sich einfach nicht richtig bewegen. Es wird geguckt, dass sie Hausaufgaben machen, dass sie Freizeit sinnvoll gestalten, dass sie einfach einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen, zu dem sie hinkommen können. Das hört sich nicht so furchtbar aufregend an, aber wenn ein Kind nach der Schule da steht und weiß nicht wohin, zu Hause ist niemand, ist es ziemlich wichtig für die zu wissen, da werde ich erwartet. Da ist jemand, der auf mich wartet, der sich um mich sorgt, der mir was zu essen gibt, der mit mir Hausaufgaben macht, der sich anhört, dass ich eine 5 geschrieben habe und mir hilft, dass
das wieder auszumerzen. Das hört sich, dieses Sorgen um, hört sich ganz schön nach Zuwendung, ja, im Grunde genommen auch nach Liebe schenken an. Ja, das ist auch genau der Punkt. Also Liebe schenken, aber auch Grenzen geben, Grenzen bieten. Also Liebe und Grenzen in der Erziehung, ich glaube, das ist das, was heute ganz stark fehlt. Lassen Sie uns einen Sprung machen ans andere Ende der Alterspyramide. Wir waren gerade bei Kindern vor allen Dingen. Sie sorgen sich auch mit der Stiftung, mit Projekten über die Stiftung, auch um Senioren. Ja, in dem Fall besonders um Seniorinnen, um alte Frauen, Altersarmut und Frauen. Das ist ja eine Kombination, die man oft kennt. Frauen, die eben ganz geringe Rente haben, so am gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht teilnehmen können, also nicht mal in einen Café gehen können. Aber Altersarmut und Frauen hat noch eine dritte Komponente, nämlich die Isolation. Dadurch, dass die finanziellen Mittel fehlen, fehlt eben die Teilhabe und das macht einsam. Und da haben wir uns überlegt, dass wir einen Seniorinnentreff installieren, der auch unglaublich gut ankommt für alte Frauen, Seniorinnen, die älteste ist 98, die kommt. Und die Frauen lieben diesen Treff. Es gibt ein Frühstück, es gibt Ansprache, es gibt Ehrenamtliche, die ihnen zuhören. Es kommen viele, viele Themen aus der Vergangenheit wieder hoch. Jetzt diese Generation der alten Frauen, Kriegsgeneration, Flucht, Vertreibung, Kinderversorgung, Kindersterben, der Mann vermisst. Das sind alles Themen, die dann im Alter auch wieder hochkommen. Aber es ist auch die Freude um die Gemeinschaft und die Freude, nicht immer allein zu Hause zu sitzen. Lassen Sie uns ganz kurz noch zu der 98-jährigen Dame zurückkommen. Da hatten Sie im Vorgespräch erzählt, wie es der ging, bevor Sie Ihr Projekt gestartet haben. Ja, sie hat 8 Jahre lang die Wohnung nicht verlassen, weil sie nicht wusste, wohin und nicht wusste, mit wem sie sich überhaupt treffen kann. Und das sind so tolle Sachen, wenn man dann sieht, dass die Frauen, die kommen, sich auch untereinander vernetzen. Dass die sich auch zwischendurch treffen, dass die zusammen Weihnachten feiern, dass die einfach nicht mehr allein und einsam sind. Sich zu Geburtstagen gratulieren. Geburtstagen und Ostern oder irgendwelche anderen Ereignisse miteinander feiern und auch vor allen Dingen das Gefühl haben, ich bin nicht mehr alleine. Und es trifft nicht nur mich in der Altersarmut, sondern auch viele andere und wir können gemeinsam was dagegen tun. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass es dann im Pfarrheim, wo sich die Gruppe trifft, Mittagessen gibt, was also dort gekocht wird und so, dass man dann also dort zusammen ist. Man kann zusammen sein, Mittagessen in einem Pfarrheim, das ist in einer anderen Region, das ist nicht dort, wo es dieses Seniorinnenprojekt gibt. Aber wäre dann auch ein Projekt, was Sie machen. Da gibt es auch andere Initiativen und das ist wunderbar. Jetzt gehen wir nochmal Alterspyramide mitten rein. Gewaltlos.de kennt leider, muss man sagen, keine Altersgrenzen. Was ist Gewaltlos.de? Gewaltlos.de ist ein Internetforum, in dem Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sich ganz einfach über das Handy einnetzen können und dort Ansprache und Hilfe finden. Gewaltlos.de ist ein Projekt, das wir mit unserer Stiftung fördern. Also wir sind nicht alleine in dem Projekt, das ist ein bundesweites Projekt des SKF. Wir fördern das mit unserer Stiftung und sind auch erstaunt, wie viele Menschen aus unserer Region sich in dieses Internetforum einloggen, um einfach Hilfe zu kriegen. Wir haben das so aufgebaut, dass dieser Chat eben in möglichst vielen Sprachen gehandhabt werden kann, dass nicht nur deutsche Frauen sich da Hilfe holen können, sondern eben auch andere Frauen, die ja von häuslicher Gewalt, von körperlicher und seelischer Gewalt massiv betroffen sind. Sie haben einen ganz heftigen Fall im Vorgespräch angesprochen. Vielleicht können Sie auch das, damit mal deutlich wird, wie drastisch das sein kann, nochmal erwähnen. Was das ist? Es ging um eine Frau, die als Sexsklavin gehalten wurde, die unter falschen Bedingungen hierher gelockt wurde, die dann im Haus als Sklavin gehalten wurde, die vergewaltigt worden ist und die dann irgendwie über ihr Handy an diesen Chat gekommen ist. Und es konnte also gelingen, dass diese Frau schwanger war, sie zu dem Zeitpunkt befreit wurde und in ein Frauenhaus kam und konnte dort dann eben auch einen neuen Anfang wagen. Mhm.
Ich würde gerne noch den Fokus auf ein ganz anderes Projekt lenken, wo ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, weil Sie sich zum einen also um Kinder kümmern, aber damit die Eltern auch gleichzeitig entlasten. Eine Geschichte, die Sie, ich glaube, mit der Pfarrei in Bad Sodensalmünster zusammen machen, Ferienspiele. Was eigentlich altmodisch ist, aber ganz toll ist. Altmodisch und ganz toll und in Kombination mit der Tafel in Gelnhausen. Es geht eben auch diese versteckte Not ein bisschen zu erkennen. Viele Familien fahren in Urlaub, viele aber eben auch nicht, weil sie sich nicht leisten können, weil das Geld dafür nicht da ist. Und so finanzieren wir über unsere Stiftung die Ferienspiele für Kinder, die eben nicht in Ferien fahren können. Und die Kinder kommen dort jeden Tag zusammen in der Pfarrei in Bad Sodensalmünster, werden von Sozialpädagoginnen betreut, das ist der Kostenfaktor für unsere Ferienspiele, und erfahren da Gemeinschaft und einfach sinnvolle Dinge. Dinge, die die Sinne anregen, Barfußpfad beispielsweise. Es gibt eine mittelalterliche Stadtführung in Gelnhausen. Die Tafel liefert das Essen, die Tafel aus Gelnhausen, auch noch ein paar Kinder dazu. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, dass die Kinder am Ende der Ferien sagen können, ja, wir hatten auch Ferien. Und es geht darum, die Kinder eben zu fördern und ihre Entwicklung zu unterstützen und auch weg von dem ewigen Fernsehen und Handyspiel zu bringen. Mhm. Flüchtlingshilfe, das Bistum hat in 2015, glaube ich, über 100.000 Euro in Flüchtlingshilfe investiert. In 2016 sind es eine Million. Für Integrationsmaßnahmen, denke ich. Ja. Das sind ja auch alles Dinge, die hier innerhalb dieses Bistums passieren. Ich glaube, ein ganz spannendes Projekt müssen wir noch mal etwas genauer anschauen. Stichwort Familienpatenschaften. Familienpatenschaften ist auch ein wichtiger Punkt. Das sind nicht anders als dieses Mokli-Projekt, geht es darum, dass Ehrenamtliche in Familien direkt arbeiten. Familien, die eigentlich in die Obhut der Jugendämter gehörten, der sozialpädagogischen Familienhilfe. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass die staatlichen Hilfen da greifen würden. Aber es ist dringend, dass was passieren muss. Also das heißt, Jugendamt ist noch nicht eingeschritten, aber vielleicht kurz davor. Aber kurz davor oder vielleicht mal und punktuell. Aber es fehlt einfach an der Unterstützung und an der Begleitung. Es sind Familien, wo eben auch Gewalt herrscht, wo Alkoholmissbrauch herrscht, wo es eben diese normalen Regeln, die es braucht, dass Menschen friedlich miteinander leben und Kinder einigermaßen gedeihen und groß werden, so nicht da sind. Und um diese Familien zu unterstützen und ihnen zu helfen, haben wir eben auch Ehrenamtliche geschult. Das ist wieder der Kostenfaktor des Projekts, damit sie Familien langfristig begleiten und ihnen helfen, auf die eigenen Füße zu kommen. Jetzt kann es ja sein, dass also bei unseren Fernsehzuschauern welche dabei sind, die also sagen, das ist ja toll, ich bin kein Kind mehr, ich bin keine Frau, die in irgendeiner Form mit sexueller Gewalt oder wie auch immer, auch körperlicher Gewalt zu tun hat. Ich bin keine arme Seniorin, ich bin ein ganz einfacher, alleinstehender, behinderter Mann oder eine behinderte Frau. Für mich tut ihr nichts, würden Sie sagen, falsch. Es gibt Individualhilfen. Es gibt auf jeden Fall Individualhilfen. Es gibt auch außerhalb der Projekte, die ich jetzt beschrieben habe, bei den SKFs verschiedene Gruppen, wo man noch mal gucken könnte, für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen, die einsam sind. Also da gibt es sicherlich noch mal Angebote. Aber was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich noch mal der finanzielle Aspekt. Und da hilft unsere Stiftung mit Individualhilfen eben auch, wenn es da mal klemmt und hier was dringend notwendig ist, wenn der Sozialhilfeträger nicht oder noch nicht oder nicht ausreichend zahlen konnte, wenn einfach eine Not so immens groß ist, dass es eine finanzielle Hilfe braucht. Da können wir Gott sei Dank mit unserer Stiftung gut helfen. Und es gibt Mütter in Not, ein bischöfliches Hilfswerk, das Ihnen, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt. Ja, das liegt mir sehr am Herzen. Da bin ich seit 25 Jahren in der Mitarbeit, dass der bischöfliche Hilfsfonds Mütter in Not auch nicht refinanziert vom Staat. Wir stellen 800.000 Euro an Kirchensteuermitteln im Jahr dafür zur Verfügung. Und das sind Hilfen für Eltern, für Frauen, die rund um die Geburt eines Kindes oder die Schwangerschaft in Notlagen geraten sind. Das ist ganz oft dann der Fall, wenn Frauen verlassen werden in der Schwangerschaft. Da bricht auch was finanziell weg. Frau Schmitz, wahrscheinlich könnten wir noch Stunden weiterreden, weil das ja nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was in unserem Bistum also hier passiert. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und uns darüber informiert haben. Als kleines Dankeschön, die Talk am Domtasse. Danke sehr.
Danke. Danke.